Niema Jajek. Ein Satz in polnischer Sprache. Schlicht und doch voller Dramatik. Er bedeutet, es gibt keine Eier und stammt von Angela Merkel. Sie hat ihn immer wieder gehört, als sie in jungen Jahren Polen bereiste. Offensichtlich auf der Suche nach Eiern. Jahre später konnte sie als Politikerin ausgerechnet mit diesem Satz die Herzen vieler Polen erobern. Und ihre praktischen Sprachkenntnisse sind vielleicht mit ein Grund dafür, dass Angela Merkel dort die beliebteste ausländische Politikerin ist. Und jetzt sind Details aus ihrer Familiengeschichte ans Licht gekommen, die unsere Nachbarn noch mehr für die Kanzlerin einnehmen. Armin Körper berichtet. Küssen tun sie sich nur, wenn sie glauben, dass keiner hinschaut. Aber dass die zwei sich mögen, ist ein alter Hut. Angela Merkel und Donald Tusk. Gelegentlich flüstern sie sich gar was zu. Und vielleicht ja, dass sie fast Landsleute sind. Denn jetzt ist es offiziell, die deutsche Kanzlerin hat polnisches Blut. Sie werden immer auch in Deutschland Leute finden, die sagen, jetzt haben wir eine polnische Kanzlerin. Das ist natürlich schamlos übertrieben, das darf man nicht sagen, sie ist das nicht. Also was jetzt? Angela Merkel ist als Angela Kassner in Hamburg geboren. Ihr Vater Horst Kassner, Pfarrer. Dessen Vater war einst in Posen, dem heutigen Poznan, mit dem Nachnamen Kaschmirczak geboren. Den hat man zu Kassner eingedeutscht. Das blieb der Name der Familie. So weit, so gut. Aber was folgt daraus? Diese Information, dass Merkel polnische Wurzeln hat, wird viele in Polen, denke ich, dazu bringen, diese Frau jetzt durchaus sympathisch auch zu sehen. Ja. Nun ja, ihn vielleicht nicht. Jarosław Kaczynski zählt nicht zu den Fans der deutschen Kanzlerin. Und es ist fraglich, ob sich das jetzt ändert und ob er auch mal der Kanzlerin die Hand küsst. Piotr Semka ist als konservativer Journalist heute wenig überrascht. Schließlich verfügt Frau Merkel doch über polnische Tugenden. Präsident Gauck hat doch vor kurzem gesagt, die Polen seien fleißiger als die Deutschen. Wenn man also jetzt das polnische Blut bei Angela Merkel anerkennen sollte, dann ist ihr Fleiß ein Beweis dafür. In Warschaus feinem Vorort Wilanów wohnen Josef und Elżbieta Kaschmirczak. Sie sprechen beide perfekt Deutsch. Von einer Verwandtschaft mit Frau Merkel ist ihnen aber nichts bekannt. Pläne mit ihr haben sie trotzdem. Es ist eine gute Idee. Dann tauschen wir die Kaschmirczak-Merkel, dass sie zurück nach Polen kommt, organisiert so schön wie in Deutschland. Zurück nach Polen? In Warschau steht Nikolaus Kopernikus. Auch bei ihm ist nicht zweifelsfrei geklärt, wie deutsch oder wie polnisch der wirklich war. Vielleicht bauen sie ja eines Tages hier auch noch ein Denkmal für die deutsch-polnische Kanzlerin.